Leute, was soll ich sagen? Es ist ärgerlich. So, ich habe jetzt mal den Akku, der nicht mehr geht, aufgemacht. Habe bis jetzt noch nichts angefasst, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob da noch irgendwo Spannung drauf sein kann, ist oder bleibt. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut, was mir aufgefallen ist. Erstens, wir haben hier unten quasi die ganzen einzelnen Batterien oder Akkuteile, sage ich jetzt mal. Davon sind insgesamt 10 Stück verbaut. 2, 4, 5 und dann nochmal 5 auf der Oberseite. Also 10 Stück. Und wenn man sich das jetzt hier so anschaut, die sind quasi an der Seite, jeweils hier vorne und einmal hier hinten, dann miteinander mit dieser Platine hier verbunden. Und wenn wir da jetzt mal genauer anschauen, dann sieht man hier auf der Schraube und hier auf dem Metall, dass es relativ dunkel und leicht verbrannt ausschaut. Die Seite, sage ich mal, geht aber noch, aber wenn man es mal umdreht und auf der anderen Seite sieht man sogar, wie die Schraube auch braun ist und hier das Metall direkt einen Riss hat. Also das ist hier, ich würde mal sagen, verbrannt, abgefackelt oder durchgeschmort. Also ich hätte mal gesagt, es ist zu warm geworden und irgendwann hat es quasi die Spannung nicht mehr ausgehalten. Und das ist hier direkt eben auseinander. Und seht ihr das? Das kann ich hier wegdrücken. Hier die Batterie ist auch komplett verbrannt. Und das Plastik ist direkt verschmort. Also ich weiß nicht genau, ob das einfach ein technischer Fehler seitens hier von dieser Stelle hier ist. Der zweite Akku von dieser No-Name-Marke funktioniert nach wie vor perfekt. Ich nehme den meistens her, wenn ich mit der Handkreissäge irgendwas schneide. Weil die kleinen Akkus hier mit den 1,5 Ampere, die halten einfach nicht recht lange. Und darum sind mir die großen eben bei der Handkreissäge lieber. Ich werde auch nochmal zwei große bestellen, auch wieder No-Name. Ich glaube, dass es nur an diesem technischen Defekt hier lag. Vielleicht ein Produktionsfehler, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ein bisschen schade, dass es mir auch ein Ladegerät zerschossen hat dabei. Und von dem her, ja, es ist halt ein No-Name-Produkt. Die Frage ist, hätte das bei einem normalen auch passieren können? Möglich, weiß ich nicht. Leute, was soll ich sagen? Es ist ärgerlich. Ich habe mir ja letztens wieder zwei neue Fake-Akkus gekauft. Ist vielleicht jetzt einen Monat her. Der erste von den beiden ist bereits im Arsch. Ich bin richtig frustriert. Es ist mega nervig. Ich weiß nicht wieso. Der andere funktioniert bis jetzt noch. Aber auch die Leistung, die sie abgeben, ist nicht die, die im Vergleich von Ryobi selber. Ich habe bei meinem Ryobi alles Erklärvideo gesagt, für den Preis von 2 bekommst du nicht mal einen. Und das ist richtig. Trotzdem glaube ich, ich werde dem Ganzen noch einen Versuch geben. Ich habe jetzt nochmal einen neuen Akku bestellt mit zusätzlich einem extra Ladegerät für diese Akkus. Denn vielleicht liegt es ja auch an dem Ladegerät von Ryobi, dass der irgendwie damit nicht so klar kommt. Auf jeden Fall, dieser Akku ist wieder kaputt. Ich werde den auch wieder öffnen, weil ich einfach schauen möchte, ob es derselbe Fehler ist wie beim ersten Akku. Und von dem her schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Das ist irgendein kleiner Torx. Sogar noch kleiner. Ein T10 wahrscheinlich. Genau. Und wie gesagt, ich möchte einfach schauen, was denn wieder hier schiefgelaufen ist. So, die Platine schaut aus wie beim alten. Schauen wir mal, ob wir das Ganze so rausbekommen. So, also die Akkus an sich schauen alle gut aus. Hier ist nichts irgendwie verschmort oder sonst irgendwas. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Frage ist halt dann nur, woran hat es gelegen? Ne? Das ist immer die Frage. Woran hat es gelegen? Hallo, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, frage ich immer. Ja, die Frage ist, woran hat es denn gelegen? Das ist in der Tat eine gute Frage, die ich leider nicht wirklich beantworten kann. Ja, wie ihr gesehen habt, ich hatte mehr Probleme inzwischen als glückliche Zeiten mit diesen No-Name-Akkus. Trotzdem habe ich das Ganze noch nicht abgeschrieben. Ich habe in meinem Video, wo ich meine ganzen Ryobi-Sachen einmal zusammen erklärt habe, was ich denn so habe und warum und weshalb, habe ich ja gesagt, zwei No-Name-Akkus kosten im Prinzip weniger als ein originaler Akku mit ungefähr derselben Kapazität.
Und ich habe dann immer gesagt, ja, wenn einer kaputt geht, dann habe ich immer noch den anderen. Und dem ist auch so. Jetzt hat ungefähr das erste Paar, das ich mir gekauft habe, hat ungefähr ein Jahr gehalten. Dann ist einer von den beiden kaputt gegangen. Der andere, der geht nach wie vor. Den habe ich auch hier noch. Der funktioniert. Dann habe ich mir halt nochmal zwei gekauft. Davon ist der erste gleich am ersten Tag, also den habe ich eingesteckt, habe aufgeladen und dann ging es auf einmal nicht mehr. Also von heute auf morgen, beziehungsweise von jetzt auf gleich, tot. Und da war es dann eben so, der Akku, der zeigt nichts mehr an, da geht nichts mehr, warum auch immer. Auf jeden Fall einer von den beiden quasi funktioniert, der leuchtet, da geht alles, bei dem anderen tote Hose. Das heißt, auch nach einem Tag schon wieder ein kompletter Akkuverlust. Das soll angeblich ein 6 Ampere Akku sein. Wieder einer für die Tonne. Im Prinzip von dem her habe ich jetzt quasi eigentlich 50 Euro bezahlt für nur einen Akku. Klar, im Prinzip ein Originaler hätte mich 90 oder 100 Euro gekostet und ich hätte nur einen gehabt. Aber man muss auch sagen, man merkt den deutlichen Kraftunterschied. Also auch wenn die mit 6 Ampere angegeben sind oder sonst irgendwas, die halten nicht das, was sie zwingend versprechen. Und da muss man dann einfach sagen, mittlerweile bin ich fast dabei zu sagen, ich kaufe mir Original-Akkus. Aber beim letzten Versuch wollte ich den ganzen noch geben, darum habe ich mir quasi noch ein No-Name-Ladegerät gekauft. Denn, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, ob ich diesen Clip noch habe, denn mir hat ein Original-Ladegerät mal zerschossen mit eben so einem No-Name-Akku, der hat geladen. Auf einmal, peng, hat es einen Schnalzer gemacht. Ich habe dazu noch was gefilmt, aber ich glaube, ich habe die Datei nicht mehr. Ansonsten müsstet ihr das jetzt sehen. Wenn nicht, dann sehen wir uns jetzt immer noch, denn, wie gesagt, da hat es mir das Teil zerschossen, ich habe das mal aufgemacht, habe aber nichts gefunden, aber den Akku, und das habt ihr ja schon gesehen, da waren lauter verbrannte Stellen drin rum und ich hatte mal eine Befürchtung, dass irgendwie die Akkus, die No-Name-Akkus, keinen Überspannungsschutz oder sowas haben und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich auch ein No-Name-Ladegerät, habe nochmal 50 Euro investiert für einen weiteren Akku plus dieses Ladegerät und jetzt lade ich quasi meine No-Name-Akkus nur noch mit diesem No-Name-Ladegerät. Das ist jetzt der Stand von jetzt. Das sind jetzt knapp zwei Jahre, seitdem ich im Prinzip das ganze Paket habe. Immer wieder halt natürlich neue Akkus dazugekauft. Wir werden jetzt schauen, wie lange das jetzt so hält. Wenn irgendwie dann noch mehr so Probleme auftauchen, dann werde ich wahrscheinlich auf die Originalakkus zurückgreifen und mir tatsächlich da mehr davon kaufen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ihr bekommt auf jeden Fall dann wieder ein Update dazu. Jetzt war es das aber erstmal dazu. Da werde ich mich dann aber auf jeden Fall nochmal in der Zukunft melden, wie es denn da ausschaut, ob die Akkus jetzt gehalten haben, ob das jetzt besser ist oder ob ich doch irgendwann dann davon mehr kaufe, von den Originalen. Aber wie gesagt, die sind halt einfach so schweineteuer, aber mittlerweile hätte ich mir auch schon zwei Originale kaufen können für das, was ich da an No-Names ausgegeben habe. Das ist immer das. Hinterher ist man meistens schlauer. Aber wie gesagt, noch möchte ich es nicht abschreiben. Also, von dem her sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn es das schon gibt, dann verlinke ich euch das natürlich jetzt hier oben in der Infocard. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao.